für die Nierentransplantation, das ist uns ja ein ganz großes Anliegen, weil Patienten, die eine erfolgreiche Nierentransplantation haben, bei denen verdoppelt sich die Lebenserwartung. Also das ist natürlich ein dramatischer Vorteil. Und wir haben in Deutschland aber gleichzeitig das Problem, dass wir einen ganz großen Mangel an Organen haben und wir sind da extremes Schlusslicht in Europa und Länder wie Spanien, Belgien, Österreich, Kroatien, die haben das Dreifache an Organspendezahlen. Und für mich wäre es natürlich ein ganz großes Anliegen, wenn es hier in Deutschland Fortschritte geben würde. Das ist in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen. Es gab gesetzliche Regelungen, dann gab es Novellierungen. Ich glaube, wir sind bei der zweiten, dritten Novellierung. Das hat letztlich alles nichts gebracht. Wir haben eine Situation, wo letztlich wir von der Zustimmungslösung zur Informationslösung gegangen sind. Die Bevölkerung soll aufgeklärt werden, aber soll dann auch nicht zu der Entscheidung gedrängt werden. Und das hat in der Folge keinen Effekt gehabt. Wenn ich jetzt mal weggehe von den Dialysepatienten, die auf eine Transplantation angewiesen sind, und ich stelle mir vor, es würde sich um krebskranke Kinder handeln, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass der Deutsche Bundestag dann eine Regelung zugestimmt hat. Das war in dem Fall die Widerspruchsregelung, die die Chance beinhaltet, diesen krebskranken Kindern ihre Lebenserwartung zu verdoppeln. Aber die bedauerliche Situation aus meiner Sicht ist, dass Dialysepatienten keine entsprechende Lobby haben oder keine entsprechende öffentlichkeitswirksame zur Schaustellung dieses Problems haben.